Kein Konzept, Ehrenmann. Papa Platte ist am Ende. Twitch am Limit 86. 68. Let's go, Leute. Rein da. Das gucken wir uns doch mal gerne an hier. Wie man damals sein Geld verdient hat. Die Hölle. Ey, die Doku habe ich damals gesehen. Diese Schwefelbauern, Alter. Die ficken sich komplett weg für diese Arbeit. Ey, das ist so krank. Das sind so andere Lebensumstände, wie die sich aufopfern, um ihre Familie zu ernähren. Ist krank, wirklich. Mega Respekt an diese Leute. Auf Erden. Minenarbeit im Krater des Ijen-Vulkans. Versus heute. Oh. Oh mein Gott, das ist... Gott, schrei nicht immer so. Die ist sehr gut. Dem Bruder geht es gar nicht gut. Boah, Alter! Digga! Teragi, Dankeschön, Reggie. Ja, gibt Sinn. Dankeschön. Der Blick. Dann mache ich jetzt noch einen Spezialtrick, weil ich viel größer bin. Transformieren. Ist das horizontal oder vertikal spiegeln? Horizont musst du dir immer merken. Horizont, wenn die Sonne untergeht, ist Horizont. Also vertikal. Nein! Du hast gesagt, Horizont ist so. 1645. Alter, 1645? Da war Monte erst 10. Auch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, auch so auf öffentlichen Toiletten ist es mir eigentlich egal. Also ich gehe natürlich super ungern auf öffentliche Toiletten. Wenn es mal sein muss, dann muss es sein. Aber dann drücke ich da auch alles mit Vollgas rein, was ich zu bieten habe. Denn diese Person, die eventuell das hört, werde ich nie wiedersehen. Das ist mir scheißegal, Digga. Ey, ich schwöre, 1:1 selbe Meinung. Bei mir ist es ganz schlimm privat. Wenn hier irgendwo jemand ist, ich muss hier Tür zumachen, hier muss ganz laut irgendwas an sein. Ich kann das nicht. Wirklich alle, die mit mir Kontakt haben, die wissen ganz genau, dass ich ein ganz großes Problem damit habe, wenn ich kacken muss. Ich will nicht, dass andere mich hören können. Ganz schlimmes Thema bei mir. Mir ist alles scheißegal. Ich könnte nackt draußen rumlaufen, aber kacken, yo, Bro, bitte hör mal nicht hin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist auch meine Ex-Freundin immer damals, die musste sich immer Kopfhörer reinmachen und Musik hören über Spotify. Wir hatten eine Challenge mit einem Level 1 Account in Clash of Clans und ich wollte nicht warten und ich wollte den Sparky ziehen, das ist so die beste Level 1 Karte, die man haben kann. Mhm. Und im Schnitt kostet sie 60 Euro, bis du sie kriegst. Aber ich hatte einfach Pech und habe immer weiter ausgegeben, bis ich ihn nach 850 Euro bekommen habe. So, war dann... Hey, hört auf, eure Gesichter zuzuhalten. Das war trotzdem ein super Video. Note. Alter. Moment. Wait, war Moment, das gerade im Video? Das war jetzt das Niesen von Bram, oder? Und vom Außen her Locken. Und ich feiere keine Jeans bei Jungs. Dieses andere dicke F für den gefallenen Bruder. Hat sie gesagt, sie steht nicht auf Jeans? Ich trage immer Jogginghose. Hey, hey. Und Locken? Auf! Nurgin, du hast noch. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, die hat heftiger geschossen als Papa Platte. Mach ihn! Er macht ihn! Real Talk aus der Zentrale, ist so. Kuss an Kai, dass der Magenta TV geholt hat für einen Monat, dass ich dann Magenta TV gucken konnte mit Wolfuß. Es war wirklich, dafür hätte ich auch 50 Euro geblecht, Digga. Einfach nicht diese beiden Frauen. Ich schwöre. Die kommentieren doch wahrscheinlich in ein paar Tagen schon wieder, ne? Es ist einfach, man kann sich's nicht geben, Digga. Schön freigespielt, Norris, die Fahne unten und der Ball ist drin. Fahne bleibt unten, 4:2. Forenschorsch, danke schon für den 5. Monat. Ich schwöre, beim nächsten Mal, wenn die kommentieren, da wird auf Blindenschrift geschaut. Dann höre ich lieber gar nichts mehr. Dann lerne ich lieber noch die Blindensprache, Digga. Und dann wird da so rumgehampelt und dann verstehe ich das besser. Hä, Digga, bist du... Hä, das ist mega respektlos! Nee, das geht geil. Ey, ich hab dich wirklich mal gefeiert, aber jetzt kündige ich mein Sub. Digga, das war Gebärdensprache, was ich gemacht habe, bin ich doof.
Wir haben schon mal, das waren einzelne Duschkabinen, allesamt voller Absicht und vollsten Bewusstsein. Klingt ja erstmal weird, aber langfristig macht es dann schon Sinn. Alle voll in die Dusche gekackt, jeder an und für sich. War, jetzt klingt doof, aber wir hatten so Softair-Waffen, kennst du, ne? So, ne? Womit man sich gegenseitig abknallt. Waren wir in so einer riesigen Ruine, das war super weit abgelegen und da haben wir uns dann immer Softair-Schlachten gemacht, ultra krass. Und ja, da war weit und breit nichts, das war völlig abgelegen. Okay. Und wir mussten alle scheißen und das war halt völlig Ruine, da war nichts mehr. Sind hier Bäder, ist hier irgendwas? Nee, hier ist kein Bad, da ist nur so ein Waschraum, so ein Duschraum. Und da gab es halt einzelne Kabinen, also es war völlig alt. Und dann haben wir alle dahin geschissen. So, wir waren 15, ja? 15 waren wir. Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Ja, ey, das war in Ordnung. So, es war jetzt nicht der Überbrüller, aber es war in Ordnung. Kein Konzept, Grüße geht raus an Sie, Herr, ja. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch, bitch. You look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.